Ich weiß, dass ihr da draußen genauso gerne wie ich, wenn man eine Story durchgespielt hat, gewisse Charaktere gerne miteinander shippt. Bedeutet also, ich habe in meinem Kopf, dass die beiden zusammen sind und würde das am Ende auch gerne sehen in Form vielleicht von einer Umarmung oder sie sagen es sich oder vielleicht einen kleinen Kuss. Sehr frustrierend damals, deswegen nämlich die Szene von Mario Odyssey, wo Peach uns einfach einen Korb gegeben hat. Und das gleiche hatte ich immer wieder bei Link und Zelda, wo ich mir dachte, ist das Liebe oder nicht? Oder sind wir in einer Friendzone gefangen? Diese Frage geht nämlich Roxas auf dem Grund, und zwar mit dem Video Liebt Zelda Link in Zelda Breath of the Wild? Er hat sehr interessante Theorien und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt. Und was sind eure Charaktere, die ihr immer geshippt habt, aber es nie öffentlich gemacht haben und teilweise in der Friendzone sind oder nicht, gerade in Videogames? Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich übrigens auch demnächst ransetzen und eigene Videos recherchieren zu gewissen Gaming-Themen, denn das, glaube ich, macht mir relativ viel Spaß. Ich habe schon sehr, sehr coole Sachen auf dem Tisch liegen. Ich weiß, dass ich jetzt demnächst mit einem Thema komme, das viele von euch nicht mitbekommen haben, was euch wahrscheinlich ein bisschen schockieren wird, aber ich finde, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Also auch für diesen Kanal gilt, dass es ab und zu Recherchesachen in Form von Gaming-Content gibt. Also falls ihr auch coole Themen und Ideen habt, was euch interessieren würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alles rund um Game-Reviews oder beispielsweise eben Spiele, die man sich näher anschauen soll, Theorien oder auch Entwicklungen von Games. Bin ich voll dabei, habe ich Bock. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und das Originalvideo findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und falls ihr auch weitere coole Gaming-Videos kennt, die wir zusammen anschauen können, schreibt sie mir auch gerne unten in die Beschreibung. Seid gegrüßt, ihr Helden. Heute lösen wir ein Rätsel, welches von vielen bereits angefragt worden ist. Und zwar, ob sich Zelda und Link lieben oder ob sie eigentlich Freunde sind. Ich glaube, dass ich kaum erwähnen muss, dass wir hier nicht über irgendeine Zelda und irgendeinen Link sprechen, sondern wirklich über die aus Breath of the Wild. Wobei wir uns ja alle eigentlich sogar einig sein können, dass Zelda und Link in Skyward Sword zum Beispiel schon heftig aufeinander stehen. Ja, das war halt immer pro Universum irgendwie anders. Also ich finde, was mich zum Beispiel damals als Kind fertig gemacht hat, als ich Zelda Ocarina of Time gespielt habe, und Vorsicht, Spoiler, am Ende verabschiedet sich ja die Zelda vom Link und schickt ihn zurück wieder in seine Kindheit und er kommt ja in der Abschlussszene dann nochmal zu ihr zurück. Und es war für mich dann so dieses, boah, er liebt sie doch. Aber es ist ja generell so, dass ja auch bei Mario und Peach nie so wirklich dieser Kuss fiel oder bei vielen Games immer dieses, jetzt küsst euch endlich. Ich war schon froh, dass sie sich beim neuen Final Fantasy endlich mal geküsst haben. Oder bei Final Fantasy 10 damals. Aber bei Link und Zelda habe ich manchmal so immer das Gefühl gehabt, sie sind nur Freunde. Bei Breath of the Wild eins auf jeden Fall. Bei Tears of the Kingdom hatte ich schon so ein bisschen mehr das Feeling mit, da geht doch mehr. Aber die sind ja heute nicht das Thema, sondern die Frage, ob Zelda und Link aus BOTW ineinander verliebt sind oder doch nur als Freunde umherirren. Wir wissen ja, dass Zelda und Link in BOTW nicht gerade den besten Start haben, da Zelda etwas, naja, gefrustet ist und diesen Frust gerne an unseren Helden auslässt. Dabei hat es weniger mit Link zu tun, als eher mit der Tatsache, dass sie ihre Fähigkeiten nicht erwecken kann, der Druck des gesamten Volkes auf ihr lastet und eine Gefahr von Ganon jederzeit ausgeht. Aber was spricht denn jetzt eigentlich für diese Theorie? Was ich halt sehr schwer finde, Link spricht ja nie und deswegen kann man halt da irgendwie schwer was draus schließen, weil er auch nicht wirklich der emotionalste ist. Er macht immer so Aber er hat doch mal eine Stimme bekommen. War das nicht in der Serie? Und dann haben sich doch die Leute total aufgeregt und dann haben sie es wieder gelassen. Wenn ihr da mehr wisst, was genau das war, schreibt es gerne mal in die Kommentare. In Zeldas Tagebuch haben wir zum Beispiel einen Einblick in ihre innere Welt und ihre Konflikte, wie beispielsweise ihren Frust, den sie natürlich auch an den Helden ausgelassen hat. So steht dort, heute habe ich die Beherrschung verloren und ihn angeschrieben. Ich war frustriert, weil meine Forschung nicht die erhofften Fortschritte macht. Aber nicht nur Frust, sondern auch Zweifel plagen sie, ob er vielleicht schlecht von ihr denken könnte. Die Vorstellung quält mich, was der vom Bannschwert auserwählte Held wohl von mir halten könnte. Die Prinzessin von Hyrule, die ihre Kräfte der Versiegelung nicht gebrauchen kann. Ob er mich im Stillen verachtet? Zweifel, Druck und von sich selbst enttäuscht zu sein, lässt es zu, dass Zelda relativ kühl zu Link ist. Ja, voll interessant, weil
Ich habe ja beide Teile auch gespielt, könnt ihr gerne auf Verspieltesten abchecken. Und diesen Tagebucheintrag, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Man liest ja so viel, aber gerade wenn man diese Zeilen jetzt nochmal so liest, versteht man natürlich auch ihr Verhalten, weil ich glaube, die meisten haben sich ja sehr über das Verhalten von Zelda damals aufgeregt bei Breath of the Wild, weil es ja schon, viele fanden es cool, weil sie so selbstbewusst war und nicht mehr so diese Prinzessin-Rolle hatte. Andere fanden es nervig. Ähnlich damals bei der Peach von Mario Odyssey, wo sich sehr viele am Ende aufgeregt haben, dass Peach auch so scheiße zu Mario war, der sie am Ende gerettet hat. Auch gespannt über eure Meinung. Aber unter dem Aspekt, den ich da im Tagebuch gelesen habe, verstehe ich das, warum sie da so war. Das Ganze wird dadurch noch verstärkt, als sie von ihm erfährt, dass dieser sämtliche Hürden meistert und schon im Alter von 4 die Erwachsenen im Schwertkampf besiegen konnte und auch noch dazu der Träger des Masterschwerts ist. So der Überflieger, den jeder hasst, die Leute, die immer behaupten, oh, ich habe eine Eins, ich habe gar nichts gelernt. In ihren Augen wirkt er wirklich makellos, vollkommen perfekt, weswegen sie die Differenz zu ihr noch heftiger ansieht und der Frustpegel dadurch deutlich ansteigt. Doch sollte die Wende relativ zeitnah kommen. Als Zelda in Gefahr war und von den Jäger attackiert wurde, stellte sich Link den Jäger und besiegte sie. Ihre Überraschung darüber schrieb sie ebenfalls in ihrem Tagebuch nieder. Welche Worte drücken nur meine Gefühle aus? Er hat mich gerettet. Er hat mich vor den Klingen der Jäger beschützt. Obwohl ich mich ihm gegenüber so kühl verhalten und immer meine Launen an ihm auslasse. Morgen werde ich mich für mein Verhalten um Entschuldigung bitten. Ja, das ist doch süß. Ich hatte diese Tagebucheintrage gar nicht im Kopf. Kennt ihr diese lustige Serie, die gezeichnete, wo doch der Sidon am Ende die Zelda abcheckt und der Link den so hot findet? Oh, ich habe mich totgelacht. Hier, schaut euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Oh, das ist so delicious. Ich werde mit ihm reden, mit Link. Einfach reden. Hier beginnt der erste Sinneswandel, denn sie erkennt, dass er sie beschützt und ihr Gutes widerfährt, obwohl sie Link sehr abwertend behandelt hat. Sie ist von der Person her auch gar kein schlechter Mensch, sondern einfach nur wirklich sehr emotional geladen, weswegen der Frust bei ihr stärker ausgeprägt ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Jedoch kommt nun langsam die Wende in ihrer Denkweise, so sehr, dass sie sich sogar bei ihm entschuldigen und einfach mit ihm reden möchte, den Wächter von ihr einfach kennenlernen möchte. Sie hat nun auch erfahren können, dass Link gar nicht perfekt ist, so wie es die ganze Zeit angenommen wurde. Denn im Tagebuch steht: Als ich ihn letztlich gefragt habe, warum er immer schweigt, ist ihm die Antwort schwer gefallen. Es stellte sich heraus, dass es Schüchternheit war. Oh, süß. Er glaubte, er könne den Anforderungen nicht gerecht werden. Ich dachte immer, er wäre so begabt, dass er sich um nichts sorgen müsse. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es hat wohl jeder seine Sorgen, die andere ihm nicht ansehen. Also ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr Zelda Breath of the Wild gespielt habt, auch Tears of the Kingdom gespielt habt. Tears of the Kingdom hat mich, also das war so genial, dieser Plot-Twist und am Ende, also ich will es euch jetzt nicht vorwegnehmen, das war so, oh mein Gott, deswegen heißt das Spiel, wie es heißt, oh mein Gott. Und einfach diese Realisation von einer gewissen Sache, die uns alle, glaube ich, auch im Livestream richtig fertig gemacht hat. Richtig genial, kann ich euch echt empfehlen, euch das anzuschauen. Ich finde, da merkt man schon, dass Zelda ihn deutlich, deutlich mehr mag. Aber das war richtig gut. Und ich finde, dass Nintendo es immer wieder schafft, dass trotzdem neue Titel geil werden. Also zum Beispiel auch bei Mario Odyssey. Habe ich damals gedacht, oh Gott, Mario 64 war so geil, wird es Mario Odyssey schaffen? Hab mich voll begeistert. Ich weiß, wie es bei euch ist, aber es war einfach mega geil. Genauso wie bei Breath of the Wild 2 oder Tears of the Kingdom, dann hatte ich schon Sorge, boah, wird es dann cool? Es ist ja irgendwie die gleiche Map, aber sie haben es geschafft, einen so dran zu halten, dass man sich freut, alte Orte zu entdecken. Alles hat sich verändert und kam Neues dazu. War ich auch mega begeistert, wie sie das geschafft haben, dass man einfach bei Nintendo oftmals keine Angst haben muss um Part 2 oder 3, weil es einfach immer wieder cool ist. Ich bin gespannt über eure Erfahrungen und Meinung dazu. Oder ob ihr da andere gemacht habt, aber ich war immer sehr happy. Auch bei den ganzen Zelda-Teilen gab es natürlich mal welche, die waren mehr ein Favorit und manche weniger, aber ich war immer eigentlich happy am Ende. Diese Information ändert einiges für Zelda, denn nun reist sie ja nicht mehr mit jemandem durch das Land, der ihr zeigt, wie perfekt er ist und sie dadurch sehen kann, wie schlecht sie ist im Gegenzug, sondern sie erkennt, dass nicht jeder perfekt ist und dass auch jeder seine Makel hat. Diese Erkenntnis bringt sie und ihn wenigstens auf eine Ebene, wodurch auch der Frustpegel deutlich abgebaut wird. Doch im direkten Anschluss geht es deutlich weiter, was die ganze Beziehung etwas mehr vertieft. So schreibt Zelda:
Ich dachte nur an mich und an niemanden sonst. Ich werde weiter mit ihm reden und vielleicht kann ich mit ihm auch die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Wir haben also hier schon einen enormen Sprung von Abneigung ohne jegliche Wertschätzung bis zu ich vertraue der Person meine Sorgen an. Die letzten Momente im Leben der Recken, das letzte Zusammensein der Gruppe bestätigt vielmehr das, was sowieso viele denken, dass Zelda in Link verliebt ist und nicht nur Freundschaft für ihn empfindet. Als Mipha, oh mein Gott, ich muss an der Stelle einfach sagen, wie unfassbar strange es ist, den Namen Mipha mittlerweile zu sagen, da wir ja vor kurzem zwei Straßenbabykatzen aufgenommen haben, die sogar Geschwister sind, wovon einer ein Kater ist, namens Sidon, die andere ist eine Katze, namens Mipha. Süß. Deswegen ist das gerade ein bisschen strange, weil ich nicht den Mipha-Zelda-Charakter vor Augen habe, sondern meinen kleinen Terrorflauschebein. Oh, sehr süß, immer im Stream dabei und immer Action am Machen. Also, um die Liebe von Zelda und Link zu bestätigen, müssten wir die Liebe von Mipha und Link angehen. Also eine Theorie in einer Theorie. Stimmt, weil die war ja auch in ihn verliebt, aber offensichtlich, das war ja auch damals bei Ocarina of Time schon so, dass die Sora-Prinzessin in Link offensichtlich ja verknallt war und gesagt hat, nachdem er den Stein gerettet hat oder geholt hat, dass jetzt quasi, wenn er den Stein annimmt, sie mal heiraten müssen. Und die Salia war auch offensichtlich sehr verschossen aus Ocarina of Time in Link. Eine Theorieception oder sowas. Was wir uns also jetzt in der zweiten Theorie fragen müssen, um die erste Theorie zu beantworten, liebt eigentlich Mipha Link? Und die Salia hat damals bei Ocarina of Time gesagt, dass sie weiß, dass Link nie ihre Gefühle erwidern wird, weil er Gefühle für eine andere hat. Und es war offensichtlich dann Zelda. Die Antwort, ich gehe wirklich sehr stark davon aus. Und zwar, warum eigentlich? Ja, das Warum kann man sich eigentlich schenken, weil das ist eigentlich so offensichtlich, ja. Aber wir wollen das ja natürlich hier ordentlich machen, deswegen gehen wir das mal ganz kurz durch. Erstes Indiz, die Zora-Rüstung. Ausrüstungsgegenstände geben nicht nur ein cooles Aussehen, tolle Stats, sondern haben meist auch noch Wichtigkeit für die Story. Denn nicht umsonst haben die ganzen Rüstungen Beschreibungen, auch wenn die ein oder andere Beschreibung manchmal relativ lame ist und nichts bringt. Aber in dem Fall haben wir eine wirklich gute Rüstung und dort steht folgendes. Jede Zora-Prinzessin fertigt so eine Rüstung für ihren zukünftigen Gemahl nach Maß an. Ja, und damals war es eben, wie gesagt, der Stein der Zoras bei Ocarina of Time. Ja, wir wissen ja, dass die Rüstung perfekt an Link gepasst hat und entsprechend ist damit relativ schon confirmed, dass Mipha einen totalen Stand auf Link hat. Das Ganze wird damit auch noch unterstrichen, dass Mipha sogar in ihrem Tagebuch sagt, dass sie noch die Materialien für diese Rüstung suchen muss, also ist das so ziemlich confirmed und wir können sogar jetzt schon zu unserer normalen Theorie zurückkehren. Denn in besagter Szene, die ich gerade angesprochen hatte, redet ja Mipha mit Link und erzählt ihr, wie sie zum Beispiel ihre Kräfte aktiviert. Aber weiß jemand von euch, warum es so ist, dass auch gerade diese Spiele das so zurückhalten, dass es nicht so offensichtlich ist, dass man nicht diesen final, happy, ich liebe dich Kuss oder wir sind jetzt zusammen bekommen, warum das so offen gelassen wird? Wisst ihr das? Hat da irgendwie der Entwickler was dazu gesagt oder die Entwickler oder Nintendo selbst? Und so sagt sie, wenn ich meine Heilkräfte einsetze, dann habe ich immer ein klares Bild im Kopf. Und kurz vorher hatte sie zu Link rüber geschaut, wodurch schon eine kleine Verbindung zwischen dem Satz und natürlich dem Blick zu verstehen ist. Kombiniert man das natürlich noch mit dem Vorwissen, dass zum Beispiel Mipha gerne Link als Gemahl hätte und entsprechend auch die Rüstung vorgefertigt hat, so ist ziemlich deutlich, dass sie ihre Heilkräfte dann aktivieren kann, wenn sie an etwas wirklich Wichtiges denkt, in dem Fall Link. Und auch Zelda hatte auch dann erst ihren Moment und ihre Kraft erwecken können, als Link in Gefahr war und eventuell ist da dann der Sprung gekommen. Und zwar, dass Zelda nicht nur kalt zu Link ist, sondern es sich mittlerweile so sehr entwickelt hat und sie ihn wahrlich liebt. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass Zelda in BOTW auf jeden Fall sich in Link im Laufe des Abenteuers verliebt hat. Aber es gibt noch eine sehr, sehr gute Quelle, die das so ziemlich bestätigt hat. Ja, gegen Ende der Story auf jeden Fall. Anfangs ist sie ja so eher distanziert und dann fühlt sie sich mehr nach Freundschaft an. Und dann, finde ich, hatte ich auch schon das Feeling, wo ich gesagt habe, okay, könnte mehr gehen. Ich finde es immer nur schwer, weil von Link nicht wirklich was ausgeht. Beziehungsweise im Deutschen Kashi war und da muss ich auch mal wieder sagen, dass die englische Fassung besser ist. Ich werde ja auch öfters mal gefragt, ey, warum spielst du das Spiel auf Englisch zum Beispiel?
Ihr werdet jetzt einen weiteren Grund sehen, warum ich die englischen Fassungen immer bevorzuge. Es ist oftmals anders übersetzt, also komplett anders. Ist jetzt bei vielen Games so, wo ich sage, okay, eigentlich hat er gerade komplett was anderes gesagt, was eine komplett deepere Bedeutung hat. Im Deutschen wird es dann eher teilweise so lapidar freundschaftlich ausgedrückt. Kashiwas letztes Lied erzählt nämlich etwas zwischen der Beziehung bzw. den Gefühlen von Zelda. Und im Deutschen steht dort: Ihre Kraft, erweckt durch überwältigenden Schmerz, bindet die Prinzessin die Verheerung des Schlosses Herz. Und im Englischen ist das nochmal ganz anders. Man muss ja dazu auch nochmal sagen, es wird ja bekanntermaßen vom Japanischen ins Englische übersetzt und das Englische dann ins Deutsche, weswegen wir sehr, sehr, sehr merkwürdige Übersetzungen stellenweise bekommen. Ich erinnere nur an den gesamten Fluch von Demise, der völlig falsch übernommen wurde. Aber auch im Englischen, also keine Sorge. Aber gut, im Englischen, im letzten Song von Kashiwa heißt es nämlich: Die Liebe der Prinzessin für ihren gefallenen Ritter erweckt ihre Kraft. Ja, das ist ja dann eigentlich schon wirklich auf, also ganz was anderes. Das ist schon ein gewisser Unterschied zur deutschen Übersetzung. Ja. Aber Kashiwa ist lustigerweise nicht unsere letzte Quelle, die wir hier aufführen. Und es ist auch kein Zelda-Buch. Es ist etwas vollkommen anderes. Bin ich gespannt. Und unsere letzte Quelle, um das Ganze mit Link und Zelda zu bestätigen, außerhalb des Games sogar, ist von Nintendo persönlich. Aha. Auf dem YouTube-Kanal von Nintendo gibt es nämlich ein Video, das heißt Your Next Chapter Awaits on Nintendo Switch. Und ich zeige euch am besten mal die Stelle und achtet mal ganz genau, was und wann gesagt wird. Everyone has a story. Some follow fate, others determine their own destiny. What will you do? Forge a path? Fall in love? Na, habt ihr es gesehen? Selbst wenn Nintendo das für ihre Trailer benutzt und natürlich auch noch zig Hinweise im Spiel gibt, dann habe ich da gar keine Zweifel, dass da Liebe seitens Zelda besteht. Aber seitens Link wäre mal interessant, weil ich habe immer so das Gefühl, er rettet sie und für ihn ist das Ding dann durch. Wie das mit Link aussieht, keine Ahnung, der Typ ist immer stumm. Ja, ich würde sagen, also sehr cool recherchiert, sehr interessant. Ich finde auf jeden Fall Link und Zelda, das war es für mich immer. Wenn ich mal so überlege, in Majora's Mask gab es da ja nicht wirklich eine Verbindung. Da hat man nur Zelda ganz am Anfang gesehen. Bei Ocarina of Time war es für mich eigentlich offensichtlich, weil er am Ende ja quasi zu Zelda wieder hingeht, nachdem sie ihn wieder zurück in die Vergangenheit gebracht hat oder in die eigentliche Gegenwart. Bei Twilight, da war es eigentlich eher Midna. Zelda hat man kurz gesehen, aber ich habe eher Link und Midna dann geschippt. Aber es sind ja auch, glaube ich, immer wieder andere Stories und Universen. Korrigiert mich, wenn das nicht richtig ist, aber ich denke, das ist auf jeden Fall so. Bei Breath of the Wild, finde ich, war es eine Entwicklung. Und bei Tears of the Kingdom war es für mich eigentlich klar, aber ich habe am Ende einfach mal eine Umarmung oder einen Kuss erhofft. Ich muss euch das einfach sagen, wenn ich so ein Spiel so lange durchspiele und ich die schippe, dann will ich das am Ende auch haben. Aber es kann auch sein, dass man es einfach nicht so zu 100% sagt, weil jeder hat seine eigene Interpretation. Wir sind ja noch nicht in Baldur's Gate 3, ne? Das möchte ich auch nochmal andeuten. Da kannst du ja mit allem und jedem irgendwas haben. Aber wo ich wirklich gemerkt habe, dass es mich geärgert hat, war bei Mario Odyssey, als man Peach gerettet hat und die hat dann einen einfach so links liegen lassen und war gemein zu einem. Da hätte ich gerne einen Reward gehabt in Form von der Zeit endlich zusammen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was eure Theorien sind. Ich weiß, ihr kennt euch sehr gut mit Zelda auf. Falls ihr Bock habt, ich habe alles auf Verspieltes genug schon an Zelda-Sachen durchgespielt. Sehr, sehr cooles Video hier nochmal. Props übrigens und Shoutout hier an Roxtendo. Ich mag so Theorien sehr und schau das auch immer sehr gerne privat an, auch ganz wie im englischen Raum. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare und Meinungen zu dem Ganzen. Und wen shippt ihr, wer nie geschippt wurde in Games? Ich bin gespannt. Über einen Daumen nach würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und Originalvideo wie immer unten in der Beschreibung. Ey, jeder guckt dir gern zu.